Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder ein kleiner Krypto-Talk. Ihr kennt es ja jetzt schon von letzter Woche mit den Krypto-Talks. Das kommt jetzt jede Woche, alle 2 Wochen mit verschiedenen Gästen. Heute habe ich Krypto4me bei mir. Also vielen Dank schon mal, dass du Zeit gefunden hast, hier bei dem Talk mitzumachen, sage ich mal. Und dann würde ich mal sagen, stell dich jetzt erstmal ganz in Ruhe vor. Was machst du? Wo kommst du her? Genau. Ja, vorab freut mich auf jeden Fall, dass ich heute mit dabei sein kann. Lasst dem Video unbedingt ein Like, auch da bei Manu, dass ihr mehr von solchen Videos sehen wollt. Ich stelle mich jetzt einmal vor, ich bin der Krypto4me, bin jetzt ungefähr seit April im Krypto-Game mit dabei, habe auf jeden Fall Bock weiterzumachen und auf meinem Kanal erwartet ihr auf jeden Fall täglich neue Krypto-Videos. Ich stelle euch einfach neue Kryptowährungen vor, habe auch Bock wirklich den Zuschauern Tipps zu geben, wie würde ich zum Beispiel 1000 Euro investieren im Krypto 2022 und habe da auf jeden Fall Bock weiterzumachen. Jo, Dankeschön dafür schon mal. Also ich kann es auch nur bezeugen, ich gucke auch immer täglich die Videos. Also lasst ein bisschen Liebe da. Link ist unten in der Videobeschreibung und auf natürlich auch in der Videobeschreibung. Also lasst auf jeden Fall mal ein Like und auf jeden Fall ein Abo. Da würde ich mich drüber freuen. Ich glaube, Formi würde sich auch darüber freuen. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal gleich zur ersten Frage. Erstmal, wie bist du überhaupt vor allem in deinem Alter zu Krypto überhaupt gekommen? Also was war für dich der ausschlaggebende Grund in deinem Alter? Also in deinem Alter habe ich noch nicht daran gedacht, in Krypto zu investieren. Wie bist du überhaupt dazu Ja. gekommen? Also ich habe mich als allererstes erstmal mit dem Geldsystem auseinandergesetzt, weil viele von euch wissen ja, die Inflationsrate in Deutschland und allgemein auf der Welt ist ziemlich, ziemlich hoch. Mittlerweile haben wir in den USA auch schon genau 7%, was vor kurzer Zeit bekannt geworden ist, was natürlich auch sehr, sehr viel ist. Und da denkt man auch wirklich nach, ist wirklich die Fiat-Währung, ist das Geldsystem wirklich stabil und hat das Zukunft? Und da war mir ganz, ganz klar, nein, man braucht eine Alternative, entweder Aktien oder Krypto. Und ich habe mich dazu einfach entschieden, mit kleinen Beträgen anzufangen zu investieren und habe wirklich gemerkt, seit April, dass Krypto wirklich eine schöne Sache ist und dass man da wirklich gut Geld mitmachen kann. Und deswegen sehe ich in Krypto in den nächsten Jahren sehr, sehr viel Potenzial und Zukunft. Und das ist natürlich meine persönliche Meinung. Ich habe da auf jeden Fall Bock, dran zu bleiben. Ja, gut, dass du es ansprichst, vor allem, wie gesagt, in deinem Alter, nämlich vor allem, was sagt eigentlich so dein Umfeld, sage ich mal jetzt dazu? Ich meine, bei mir, ich kenne es bei mir war es immer so, oh ja, Krypto, lass lieber die Finger von, genauso wie Aktien, Immobilien etc., lass die Finger davon, geh arbeiten, mach deinen 24-7-Job gefühlt und werd glücklich damit. Also, wie reagiert so dein Umfeld, sage ich mal, darauf? Ja, wie du schon gesagt hast, also mein Umfeld ist wirklich, ja, also meine Familie unterstützt es natürlich auch. Die haben am Anfang gesagt, was, Krypto? Ich habe ja damals angefangen, meinen Eltern von Dogecoin zu erzählen, dass der Elon Musk auf jeden Fall gerade dabei ist. Ich habe gesagt, ey, der ist noch nicht mal auf den Cent, lass mich doch da einfach 20, 30 Euro investieren. Da haben meine Eltern gesagt, nein. Und dann war das Ding auf einmal bei 15 Cent und haben sie gesagt, jetzt hau rein. Und das war dann im Endeffekt wieder zu spät. Aber die haben auf jeden Fall gesagt, mach das. Ich kenne mich damit einigermaßen gut aus, will mich auch in meinen jungen Jahren noch weiterentwickeln. Und die sind da auf jeden Fall dabei. Bei den Freunden kommt es noch nicht so gut an, weil die sagen so, Krypto, du bist all in. Ich bin ja all in Krypto und Kenne die ich. sagen sich so, hä? Und ja, da wird auf jeden Fall ab und zu geschmunzelt. Aber wenn ich dann sage, da kann man auf jeden Fall gutes Geld mitmachen, wenn man sich darauf auskennt, das ist ja nicht so. Und ich denke mal, das ist bei Manu auch so, dass du dich da kurz 1, 2 Stunden hinsetzt, sondern das ist ja monatlicher Prozess, um sich das ganze Wissen anzueignen. Ich selber weiß noch nicht genau mit den Chart-Patterns, aber das ist halt das Gute dabei. Im Kryptobereich wird es nie langweilig und da kannst du dir immer mehr Wissen aneignen und das macht dort auch Spaß. Das ist ganz klar, wenn man Ja, sich vor damit allem muss man auch auseinandersetzt. die Zeit, finde ich, investieren. Also jetzt nur in irgendwas, nur weil jetzt Elon Musk oder so sagt, ja, kauf Dogecoin oder sowas, würde ich auch nicht Ja. investieren. Da gehört echt ein bisschen Wissen, sage ich mal, dazu und vor allem sich zu informieren darüber. Ja. Aber finde ich in deinem Alter, wie gesagt, Respekt. Kenne ich wenige, wenn Ja. überhaupt, wenn ich überhaupt jemanden kenne in deinem Alter, der sowas macht. Ja. Auf jeden Fall Props raus. Was Gut. ich auf jeden Fall noch sagen kann, ist auch noch, macht wirklich eigene Recherche, hört nicht auf irgendwelche anderen Leute. Das ist auf jeden Fall wirklich sehr, sehr wichtig. Wenn zum Beispiel ein Elon Musk was sagt, hört nicht auf den, sondern informiert euch erst mit den Projekten, bevor ihr da Geld investiert, weil man kann im Kryptomarkt, im Aktienmarkt überall schnell sein Geld verlieren. Das ist ganz klar. Deswegen eigene Recherche immer betreiben ist sehr, sehr wichtig. Gehört auf jeden Fall immer dazu. Gut, Ja. dann, welches sind denn deine drei größten Kryptopositionen momentan? Also meine drei größten Kryptopositionen sind momentan BNB, Quant und Cardano. Das sind Warum kein momentan meine. Bitcoin? Warum kein Bitcoin? Weil ich selber in meinem Alter noch nicht so viel Geld zur Verfügung habe. Viele sagen jetzt, aber Bitcoin muss ja mit im Portfolio sein. Das sehe ich eigentlich auch so. Aber ich habe jetzt ja so noch nicht so allzu viel Geld drin und möchte mir mit diesen Altcoins erstmal so ein solides Portfolio aufbauen und dann sagen, hey, komm, Bullenrun ist jetzt kurz vorm Ende. Wir gehen jetzt langsam in einen Bärenmarkt rein, dass ich dann sage, gut, komm, ich wandle das Geld in USDT um und dann
ab in den Bitcoin oder Ethereum auch. Ganz, ganz klare Sache, das sind meine größten Positionen. Und bei BNB sehe ich auf jeden Fall auch noch viel Potenzial. Da bin ich ein Fan persönlich von. Ich denke mal, der Manu weiß das auf jeden Fall schon, weil ja. BNB gehört ja zu Binance. Und da denke ich, wenn Binance weiter so macht, wie sie jetzt machen, wenn sie da mehr haben, denke ich, kann das Ding auf jeden Fall auf seine 800 Euro oder Dollar gehen. Sehe ich auf jeden Fall sehr, sehr viel Potenzial. Ist auf jeden Fall möglich jetzt auch mit, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, es war jetzt was Aktuelles mit Türkei, eventuell, dass die ja auch Bitcoin etc. irgendwas planen da in der Hinterhand, und die ja auch mit Binance zusammenarbeiten. Also Möglichkeit besteht auf jeden Fall, sage ich mal, dass da sich auf jeden Fall noch irgendwas tut. Trotzdem, Bitcoin, keine Ahnung, ich habe genau andersrum angefangen. Bei mir ging es einfach los im Endeffekt. Ich habe Bitcoin gekauft, dann ging es in Ethereum und dann gingen die ganzen Altcoins los. Dann bist du in Telegram-Gruppen. Dann hast du Leute in der Telegram-Gruppe, Grüße gehen raus, die Leute wissen, wen ich meine, die dann neue Altcoins, ja, der Altcoin und so, da fängst du dann so mal an, aber mein erstes Ding war echt Bitcoin, aber ja, jeder fängt anders an im Endeffekt, aber ich finde die Strategie jetzt nicht unbedingt falsch, man weiß zumindest, dass zumindest solide Altcoins teilweise wirklich besser performen als Bitcoin, klar, das liegt an der Market Cap und sonst irgendwas, aber gut, jeder hat das seine eigene, es gibt nicht die eine Strategie, sage ich mal. Aber dazu muss man auf jeden Fall auch noch sagen, dass Bitcoin im Portfolio nichts falsch ist. Es hat wirklich eine solide Sicherheit drin mit im Portfolio. Das ist wirklich wichtig, dass man sagt, gut, komm, du hast jetzt ein Portfolio, weiß ich, von 100% ungefähr, hast dann ein gutes Portfolio und nimmst einfach, weiß nicht, 40% Bitcoin und teilst es in die Altcoins auf oder 60%, ist auf jeden Fall eine gute Entscheidung, aber jeder betreibt auf jeden Fall seinen Weg. Und deswegen finde ich es auf jeden Fall gut, wenn jeder so macht, wie er es am besten macht. Und richtig. Bitcoin hat auf jeden Fall eine Sicherheit, ganz klar. Ja. Gut, dann kommen wir gleich schon zur nächsten Frage. Was sind so deine Top-Picks, sage ich mal, also deine Top-Altcoins, jetzt mal abgesehen von dem, was du im Portfolio hast, wo denkst du, sind die meisten, in Anführungszeichen, Gains dieses Jahr zu machen? Sehr, sehr schwere Frage, kann man auch sagen, weil man dazu nicht immer die perfekte Antwort hat. Also ich wäre auf jeden Fall, XRP wäre auf jeden Fall so eine Stelle, da könnte man sagen, es hat momentan auf jeden Fall auch sehr, sehr viel Risiko, da die gegen die SEC momentan auch einen Gerichtsprozess haben. Sollten die den allerdings aber gewinnen, sehe ich da auf jeden Fall sehr, sehr viel Potenzial. Dann kann ich mir da auf jeden Fall neue All-Time-Highs tatsächlich vorstellen. Natürlich ist es nur eine Spekulation, ganz klar, aber in XRP sehe ich auf jeden Fall sehr, sehr viel Potenzial. Dann kommen wir auf jeden Fall zur zweiten Sache. Bin ich auf jeden Fall schon mal bei dir. Also XRP habe ich auch so auf dem Schirm, je nachdem, wie die SEC-Entscheidung da noch kommt. Aber das ist auch so ein Ding, wo ich auf dem Schirm habe, auf jeden Fall dieses Jahr. Genau, danke dir auf jeden Fall. Sehe ich auch so. Was ich auf jeden Fall als zweites Projekt sehe, ist Mana, also Decentraland, auch ganz klares Ding, weil so im Metaverse-Ding kommt das Ding auf jeden Fall gut an. Und wenn man sich da auf jeden Fall, wenn man da auf jeden Fall im aktuellen Laufenden ist, merkt man ja, dass Metaverse so auf jeden Fall die Zukunft schon sein kann oder auch ist. Und da kann man auf jeden Fall mitspekulieren und auf jeden Fall auch rein investieren, wenn man natürlich sich bewusst ist, ob man es verlieren oder natürlich auch Gewinne machen kann. Deswegen sehe ich da auf jeden Fall auch sehr, sehr viel Potenzial. Und wo ich noch sehr, sehr viel Potenzial sehe, da muss ich auf jeden Fall auch sagen, boah, ist echt eine schwere Sache, aber ja, das ist eine schwere Sache, ob ich Uniswap oder Pancakeswap, das wären so die Sachen, da könnte man auf jeden Fall auch noch mit spekulieren, weil das sind ja beide Exchanges, wo man Sachen kaufen kann, wie ich zum Beispiel schon am Anfang zu BNB gesagt habe. Das wären auf jeden Fall so die Dinger. Und Solana. Solana, ganz klare Sache. Solana, Ökosystem, sehr, sehr stabil. Und das ja, aber die Decks überhaupt nicht. Also ich glaube, da war jetzt die vierte oder fünfte Attacke drauf. Also, ja, aber das juckt den Kurs im Endeffekt nicht. Also, ja. Das ist so das Traurige. Irgendwie ist es traurig, die Leute kaufen trotzdem Solana, aber diesen Hintergrund, ja. Nee, aber bei XRP und Mana weiß ich nicht so ganz. Aber Meta generell, glaube ich, dieses Jahr, ich meine, Bill Gates hat jetzt, glaube ich, Activision, Blizzard, um mal kurz ins Aktienthema zu kommen, auch noch gekauft. Also ich glaube, da wird die nächsten Jahre oder auch dieses Jahr vor allem noch eine Menge gehen. Die Frage ist halt auch von der Market Cap, wie hoch können wir da überhaupt noch ansetzen. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall so ein Thema für 2022, wo ich auch sehr, sehr große Gains noch, sage ich mal, erwarte, je nachdem, wie so die gesamte Marktstimmung halt ist oder das Politische halt. Ja, gut, ganz klar. Dann nächste Frage noch. Ich weiß, du hältst kein Bitcoin, hast du ja auch eben gerade gesagt, aber was denkst du, wie hoch kann Bitcoin, sage ich mal, 2022 kommen? Oder siehst du vielleicht, dass wir zwischendrin schon unser All-Time-High kriegen und dann doch gegen Ende des Jahres? Also, wie sind deine Meinungen dazu? Also momentan ist ja eine sehr, sehr spannende Marktsituation. Ich betreibe momentan zum aktuellen Markt DCA, also suche mir einen guten Durchschnittspreis, wo ich auf jeden Fall rein investiere. Damit macht man zu dieser Marktzeit auf jeden Fall nichts falsch. Ich würde jetzt nicht direkt All-In gehen, sondern schon DCA betreiben, wenn du investieren willst.
Wo ich Bitcoin bis Ende des Jahres sehe, ist auf jeden Fall eine spannende Frage. Bärenmarkt oder Bullenrun? Ganz, ganz klare Sache. Sollte der Bullenrun weitergehen, so wie es momentan in der Marktphase ist, denke ich so zwischen 87 und 120.000 US-Dollar. So bin ich der Meinung. Also ich bin sehr, sehr bullish, kann man auch sagen. Ich denke, wir sind alle bullish. Ja, aber sogar konservativ. Also wenn ich da andere mit 3, 4, 500.000 höre, ne, das ja. finde ich 87 bis 100, was hast du gesagt, 123 rum? 120.000 so ungefähr, ja. Sehr konservativ, halte ich auf jeden Fall für möglich, dass wir da sogar Ende des Jahres stehen könnten, je nachdem, wie es halt jetzt vorangeht. Ja. Wir hatten ja gerade das Thema mit Türkei eventuell, Bukele hat es gesagt, also El Salvador-Typ da. Ja. Es folgen dieses Jahr noch drei Länder, Tonga kommt jetzt, oder ist glaube ich schon relativ fix, dass sie das machen wollen. Brasilien ist ein Land, wo 1% rein investieren will, also Rio glaube ich war es aber nur. Aber trotzdem, ja. man merkt einfach, die Adoption findet weiterhin statt. Der Markt, ja. es kommen immer mehr Leute in den Markt, ob es Großinvestoren sind, ob es Riesenfirmen sind, ob es Länder sind. Also ich bin auf jeden Fall bullish, egal was wir jetzt momentan für eine Marktphase haben. Bin ich auf jeden Fall bullish für das ganze Jahr. Da kann kommen, was es will. 100%. Also da kann wirklich, da kann kommen, was will. Ich bin auf jeden Fall bullish für das ganze Jahr über. Und wenn das Ding nochmal auf 23.000 droppt, dann kaufe ich halt eben nach, ganz klar. Weil richtig, ich denk, so muss man es aber machen. Aber nochmal auf dein Alter zurück. Sorry, dass ich immer so oft auf dein Alter zurückkomme. Aber im Endeffekt, es gibt viele neue im Markt, die dann genau anders sagen. Die sagen, oh ja, jetzt ist Bitcoin 30% runtergefallen. Ja gut, dann verkaufe ich halt mit 30% Minus und eine Woche später sind wir wieder 10% hoch. Ne? Das ist halt völlig normal und das ist glaube ich auch, wo viele jetzt in den Markt reingehen und dann sobald es runtergeht, verkaufen sie halt, weil sie Panik kriegen. Ja, das ist aber glaube ich so ein allgemeines Problem einfach noch. Aber genau, früher oder später... Ja, da würde ich auch sagen, das sind so eine Anfängerfehler. Man sollte sich auf jeden Fall mal so ein YouTube-Video angucken, bevor man in so einen Kryptomarkt geht und sich auf jeden Fall über die Projekte, wo man rein investieren will, auf jeden Fall informieren. Bei mir war es ja tatsächlich so, ich bin einfach in irgendein Projekt reingegangen am Anfang und habe gesehen, Mist, das ging jetzt runter, bin direkt rausgegangen. Aber es sind so Anfängerfehler, die du wirklich nach einer Zeit lernst und denkst, warum habe ich das Ganze wohl gemacht? Deswegen immer erst informieren, bevor man sein Geld investiert. Im Endeffekt informiert man sich nachher mehr, kann mehr Gewinne erzielen, anstatt man sich nicht informiert und man verliert dann im Endeffekt sein ganzes Geld. Das ist wichtig. Richtig. Jetzt hast du mir eigentlich schon meine Frage vorangenommen, Bullen- oder Bärenmarkt. Ja, ganz klar sind wir beide, glaube ich, auf einen Trichter. Auf jeden Fall weiterhin Bullenmarkt. Ich glaube, da gibt es nichts zu diskutieren im Endeffekt. Ja. Gut, du hast erwähnt, du hast ja einen eigenen YouTube-Kanal. Wissen wir ja im Endeffekt schon seit Anfang. Aber was gibt es denn da so, sage ich mal, am meisten zu sehen? Also warum sollen die Zuschauer, also meine Zuschauer im Endeffekt, auch mal bei dir vorbeigucken? Also was hast du geplant so jetzt? Klar, du bist noch relativ am Anfang, sage ich mal. Aber was hast du, sage ich mal, jetzt so übers Jahr geplant? Was soll noch kommen? Was willst du mehr auf deinem Kanal machen? Ja, also freut mich erstmal vorab, liebe Community von Manu, dass ihr dann auf jeden Fall auch mal bei mir vorbeischaut und auch natürlich hier bei Manu auch aktiv seid. Was ich für die Zukunft geplant habe, ist ganz klar, mich mehr mit der Community auseinanderzusetzen und dass ich so Videos zum Beispiel raushaue, wie ich am Anfang schon gesagt habe, wie würde ich 1.000 Euro in 2022 investieren, dass ich da auf jeden Fall Videos mache, wo ich sehr, sehr viel Aufwand auch reinstecke mit PowerPoint-Präsentationen, alles Mögliche. Momentan kommen so auf meinen YouTube-Kanal so Projekte, ja, die ich halt vorstelle, die neu sind, aber mit den ganzen möchte ich jetzt demnächst auch aufhören und möchte auf jeden Fall richtig Gas geben im YouTube-Bereich und denke auch, man sollte sich in der Krypto-Szene, sei es mit Krypto-Fati, sei es mit Krypto-Kero, sei es auch mit Manu, sich allgemein unterstützen, denn ich denke, wir sind gerade am Anfang dabei und ich denke, auch die Community, das ganze Ding ist gerade am Anfang und ich denke, viele werden es bereuen, wenn die sehen, was Manu und so macht hier gerade Krypto oder wir und gucken dann in 10 Jahren wieder zurück und sagen, was, die kenne ich doch und jetzt sind wir alle am einen Strand, zum Beispiel in Dubai oder so und deswegen finde ich, sollte man sich mit dem Thema auseinandersetzen und da habe ich auf jeden Fall in Zukunft sehr, sehr viel vor. Finde ich gut. Also wie gesagt, schaut auf jeden Fall alle vorbei. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Videos sind top. Also wie gesagt, wenn ihr meine Videos vom Anfang an kennt, meine ersten Videos waren absoluter Müll, vom Mikro her und alles. Also ich könnte mir meine eigenen Videos mittlerweile gar nicht mehr angucken, aber Formi macht auf jeden Fall tolle Arbeit. Also schaut auf jeden Fall vorbei. Und im Endeffekt war es immer wieder durch mit unserem Crypto-Talk. Klar, wieder kurze Runde, aber ihr kennt es nicht zu lange, weil wenn es zu lange ist, nervt es vielleicht auch ein bisschen. Aber es soll einfach mal Möglichkeit geben für einen gewissen Austausch, sage ich mal. Ihr kennt es ja jetzt mittlerweile. Also dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank an dich, dass du Zeit genommen hast für den kleinen Talk, sage ich mal, mit deinen Prognosen. Danke dir auf jeden Fall auch. Wenn du noch irgendwas sagen möchtest,
Kannst du gerne jetzt noch was sagen. Auch nochmal an die Community, danke auch, dass ihr den Manu so unterstützt. Wichtig ist auch wirklich für den Algorithmus, lasst dem Video gerne ein Like da und gucken, ob ihr neben dem Abonnier-Button an die kleine Glocke aktiviert habt, damit ihr bei Manu auf jeden Fall nichts verpasst und immer auf euren Handy, Laptop, PC eine Benachrichtigung mitbekommt, dass ihr da auf jeden Fall immer auf dem neuesten Stand bleibt, weil beim Bitcoin, wie wir wissen, gibt es immer Notfälle und da ist der Manu auf jeden Fall immer dabei, ob im grünen oder roten Bereich. Gut, also dann vielen Dank. Wir hören uns dann beim nächsten Video wieder, zumindest, ich weiß nicht, wann das Video rauskommt, wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber wenn nicht, auf jeden Fall, ich denke am nächsten Tag auf jeden Fall. Wir hören uns und wie immer, stay crypto.